Okay, ihr Lieben, machen wir jetzt einfach hier direkt damit weiter. Das war vielleicht auch ein böser Cliffhanger gewesen im letzten Reaction-Video. Ich habe alle Dateien noch gefunden von meinem eigenen geplanten interaktiven Video. Ich habe es in dem Video davor schon mal erklärt. Wenn ihr das nicht gesehen habt, mache ich hier nochmal ganz kurz. Wir haben uns im Video davor Found-Footage-Material angeguckt zu Jurassic Park. Und dann ist mir eingefallen, du hast doch selber auch mal sowas gemacht. Und ich hatte, als ich noch in meiner Wohnung gewohnt habe, gerade als wir umgezogen sind und da standen überall noch die ganzen Kartons rum, es sah wirklich richtig wüst aus, da habe ich mir gedacht, mach doch auch mal ein Found-Footage-Video. Und das habe ich komplett fertig abgedreht mit dem Clou dahinter, dass ich verschiedene Varianten davon abgedreht hatte. Und in diesen Varianten hättet ihr am Ende von jedem Video selbst entscheiden können, wie es jetzt weitergeht. Das heißt, am Ende des ersten Videos habe ich meine Hand an die Tür gehalten, um herauszugehen. Und dann sind zwei Fenster aufgeploppt. Willst du wirklich rausgehen oder nochmal drinnen umgucken? Und das hast du anklicken können und dann entscheiden können, wie es wirklich weitergeht. Und jetzt kommt's. Ich habe alle Dateien zu dem Projekt jetzt hier noch gefunden. Auf meiner Festplatte. Ist auch alles schon komplett abgedreht und ich hatte sogar die ersten Entscheidungsideen, hatte ich schon auf YouTube hochgeladen, aber eben noch auf privat gestellt. Wisst ihr was, wir schauen da jetzt einfach mal ganz kurz rein. Das Ganze ist nicht fertig, das ist nur eine grobe Idee gewesen, aber ich sag euch was, ich werde dieses Projekt, werde ich auf jeden Fall noch fertigstellen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es hochgeladen, auf dem Hauptkanal habe ich es hochgeladen gehabt, glaube ich. So. Filter. Wie kann man das denn jetzt hier erstmal filtern? Nach Beschreibung aufrufen. Nee. Sichtbarkeit, genau. Auf privat gestellt. Ja. So. Irgendwo, ich hatte das auf jeden Fall hochgeladen. Da haben wir es doch. Es ist tatsächlich hochgeladen. Und es ist, ja, wie krass. Es hat schon 22 Aufrufe. Das sind meine 22 Aufrufe. Okay. Der Clou ist, ihr könnt darauf halt nicht zugreifen, weil das Ganze ja nie veröffentlicht wurde. Ich allerdings schon. Oh, gerade bin ich echt ein bisschen aufgeregt. Wir gucken einfach mal rein, weil ich weiß, dass meine Idee damals eigentlich ganz geil gewesen ist. Oh, Moment. Ich fand die eigentlich damals ganz geil, meine eigene Idee. Das, ey, okay. Es kann sein, dass wir das jetzt aber hier nochmal ein bisschen schneiden müssen, wenn ihr das jetzt hier auf YouTube seht. Wir können uns auch gerne nochmal auf Twitch dann in Ruhe angucken. Ich weiß es allerdings noch nicht. Aber ich meine, dass ich hier Musik eingefügt hatte, die, glaube ich, urheberrechtlich geschützt war. Da muss ich eben dann mal gucken, was dann YouTube bei dem Upload selber sagt. Wir schauen da jetzt auf jeden Fall mal rein. In die vergessene Ära. Ein interaktiver YouTube-Film. Ist es ein Zufall, dass mein kommendes Buch auch die vergessene Ära heißt? Nein, natürlich nicht. Wir switchen da jetzt mal rüber in das YouTube-Video. Ich glaube, ich habe sogar am Ende die Entscheidung noch eingefügt. Wie gesagt, jetzt nicht erschrecken, das Ganze ist wirklich nicht professionell gemacht. Das ist halt in meiner alten Wohnung gemacht. Ja, wir gucken einfach jetzt mal rein. Komm, was soll's. Auf geht's. Noch mit dem alten Logo. Oh je. Ich weiß auch gerade nicht mehr, warum ich 2018 gewählt habe. Das Buch spielt nämlich nicht 2018. Ach so, genau, doch. Weil hier das Ganze beginnt. Hier fangen auf einmal Militär und Co. an, nachts um sich zu schießen. Und die Person, die ihr dann gleich als Zuschauer hier steuern könnt, also wo ihr entscheiden könnt, wie es weitergeht, die bekommt das einfach so mit und weiß noch überhaupt nicht, was eigentlich gerade abgeht. Genau, das war der Hintergrund gewesen. Und eigentlich sollte jetzt hier eine Voice-Over-Stimme kommen von mir oder von irgendjemandem. Und die Stimme sollte das so ein bisschen erklären, dass da jetzt irgendwas auf der Welt gerade passiert und bla bla. Ja, also, ja. Da kommt aber jetzt, glaube ich, nur die Musik ohne ein Voice-Over im Hintergrund. Egal. Lasst einfach mal auf euch wirken.
Das habe ich im Feld bei uns früher aufgenommen, in der alten Wohnung. Ja, da fehlen dann auch noch so ein paar Sounds im Hintergrund. Das sollte eigentlich jetzt zeigen, dass da ein Raptor durchs Gebüsch läuft. Da hätte ich vielleicht noch irgendwie so am Gebüsch ein bisschen rascheln sollen, aber das Rascheln wollte ich im Nachhinein noch einfügen. Generell muss ich halt hier wirklich sagen, was mir hier aufgefallen ist, dass ich hier sehr krass mit Audio gespielt hatte bei der Produktion. Da ist sehr viel, naja, an Geräuschen eben eingefügt worden. Da muss noch wesentlich mehr rein. Sogar Polar bekommt hier eine Rolle in dem Kurzfilm. Ey, das hier. Ich weiß, ich würde das am liebsten einfach durchlaufen sehen, aber ne, ich muss ganz kurz unterbrechen. Das hier. Dieser Effekt, der war nicht beabsichtigt. Tatsächlich wollte ich einfach nur hier. Moment. Das hier war das erste Bild, das wir eben gerade gesehen haben. Und dann wollte ich eigentlich hier, wollte ich mit Lichteffekten einfügen, dass du halt überall so diese Schüsse so aufleuchten siehst. Und zwar da vorne, wo es so dunkel ist, also hier. Und ich habe das aber nicht hinbekommen. Und dann habe ich so lange mit dem Licht rumgespielt, dass dann einfach irgendwann dieser Effekt rausgekommen ist. Und dann dachte ich mir halt, ah ja gut, machst du halt einfach eine Bombenexplosion da draus. Das werde ich nie wieder so hinkriegen. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Die Entstehung von Godzilla, ey. Und ich muss hier ab und zu unterbrechen, auch gerade, ne, wegen Urheberrecht, weil das ist jetzt übrigens auch Musik, die ich nicht hätte benutzen dürfen. Das hier auch. Dieser Shot passt halt, finde ich, schon sehr gut zu diesem Nachtszenario, was wir jetzt hier gerade gesehen haben. Der Übergang fällt jetzt hier auf, weil hier das Bild logischerweise eben nicht so scharf ist wie jetzt das Bild hier, was ja aus einem Film ist. Das ist dann ein Riesenunterschied. Und da wollte ich aber einfach nur dann damit quasi zeigen, dass Dinosaurier jetzt überall auf der Welt rumlaufen. Beziehungsweise an dem Ort jetzt hier erstmal. Ja, gut, eben noch die ganzen Dino-Tracker-Sachen sind jetzt hier noch mit drin, die werde ich dann... Wenn das Projekt wirklich dann rauskommt, werde ich das auch ersetzen. Da werde ich, keine Ahnung. Es gibt ja diese Handy-App, Jurassic World Alive kann das auch, dass man Dinosaurier einfach so ins reale Leben projizieren kann. Das werde ich dann wohl eher ersetzen müssen dadurch, weil das natürlich dann doch sehr Jurassic Park ist, ne? Jurassic World. Und wenn das dann wirklich ein Werbefilm für mein neues Buch wird, sollte man das vielleicht nicht unbedingt machen, mit ne, anderen Filmen kombinieren. Aber gut, das ist quasi ein Konzept. Das ist ein Konzept, ja, das ist, ja. Passt auch nicht ganz zur Musik, finde ich, mit dem Cut jetzt da drin. Aber es war halt, wie gesagt, einfach nur so eine grobe Idee. Das sollte einfach nur das Intro sein zu dem, was jetzt gleich passiert. Das, was gleich kommt, ist eigentlich das Wichtige. Sowas zum Beispiel, sowas kannst du auch relativ gut selber machen. Sieht halt nicht so gut aus, aber du kannst mit, wenn du auf YouTube einfach eingibst, Greenscreen Dinosaur, dann findest du auch so Dinge. Die kannst du ganz gut hinsetzen auf so Felder, wenn du dich halt nicht bewegst. Ansonsten musst du halt den Dinosaurier auf dem Boden fest tracken. Was auch sehr gut geht mit dem kostenfreien Programm DaVinci Resolved. Da geht das auch, aber am besten eben einfach die Kamera stillhalten und dann kann man das auch so einfügen. Ja, jetzt habe ich gleich nicht mehr gewusst, wie ich das Intro abschließen soll. Das merkt ihr jetzt gleich auch anhand der Musik. Achtung. Ah nee, genau, die Musik ist jetzt einfach weg, weil jetzt wollte ich eigentlich den Ton ändern von der Musik, dass der jetzt ein bisschen düsterer wird.
Aber ja, diese ganzen Vorfälle, das war der Hintergrundgedanke, dass dann jetzt nach diesem Intro, nachdem man eben die Soldaten schießen hört und alles, dass dann eben erstmal so ein paar Vorfälle gezeigt werden. So 3, 4 Vorfälle auf der gesamten Welt. Und da kam mir halt dann der Dino-Tracker relativ recht. Das müsste ich allerdings alles ersetzen. Das dürfte ich so nicht benutzen. Vom Bildmaterial auch nicht. Für das Video. Das müsste alles ersetzt werden. Ja, deswegen ist da jetzt eben auch kein Ton drunter, weil, ne, wie eben gerade schon gesagt. So, und jetzt merkt ihr hier, auf einmal ist jetzt hier der Cut drin, weil die Musik sollte eigentlich bis hierhin gehen und dann ändert sich das Bild von der Farbe her. Und dann sollte mein Voice-Over wiederkommen, wo ich eben weiter etwas erzähle über die ganze Nummer. Dass es keiner hat kommen sehen und es kann sich auch keiner erklären, wie Dinosaurier es geschafft haben, sich auf der ganzen Welt zu verbreiten, warum das Militär gescheitert ist. Keiner versteht, was da eben passiert. Und darum geht es ja auch so ein bisschen dann in meinem Buch. Nur das Buch spielt eigentlich ein bisschen später. Nee, Moment mal, das stimmt überhaupt nicht. Das Buch spielt eigentlich davor. Das Buch spielt, bevor das Ganze... Naja, ist ja auch wurscht erstmal. Das war ein Konzept, eine Konzeptidee. So, jetzt sind wir dann quasi verrutscht von Tag 1 auf Tag 49. Und jetzt öffnet gleich die Figur, die ihr steuern werdet in diesem Kurzfilm, die Augen. Noch das Schnaufen wie in Videospielen immer. Wenn sich jemand von euch fragt, wie ich das mit dem Augenöffnen gemacht habe. So. Kann ich das auch hier machen? Nee. Wenn ihr auf jeden Fall die Finger so haltet vor die Kamera und die Kamera dann dabei so nach oben in die Sonne haltet, dann bekommt ihr diesen Effekt hier einfach. Dann sieht das so aus. Ja, mit so einem Schatten eben noch hier in der Mitte. Das heißt, ich habe hier einfach nur meine Finger aufgemacht im Endeffekt. Und das sollen die Augen sein, die aufgehen. Acht Uhr morgens, genau. So. Da kommt schon. Genau, jetzt wache ich nämlich auf und jetzt kommen hier die Entscheidungen. Entscheide dich, was möchtest du als nächstes tun? Jetzt zeigt er mir halt hier auch ein anderes Video von mir an, das ist eigentlich Bullshit. Du hast jetzt dann eben solche Fenster kommen dann. Sofort aufstehen, es bleibt keine Zeit. Oder liegen bleiben. Was waren die andere Option? Liegen bleiben und ihm, nee, nicht E-Mails checken. Es war, glaube ich, das Handy überprüfen oder irgendwie sowas. Und das war eigentlich wichtig, weil wenn du dann, weil wenn du hier dann das Handy überprüfst, dann bekommst du eine Nachricht auf dem Handy mit einer Information, die du später noch gebrauchen könntest. Genau so war es gewesen. So, jetzt haben wir aber halt hier nur die eine Option, weil ich noch keine zweite jetzt hier reingesetzt habe. Wenn du jetzt gehst auf sofort aufstehen, dann stehst du im nächsten Video sofort auf. Das geht mit YouTube unfassbar gut. Und ihr seht jetzt hier unten auch gerade, es hat ein neues Video angefangen. Ey, das geht einfach reibungslos. Ich finde, das ist so geil. Ja, jetzt seht ihr halt hier das ganze Chaos, ne? Gerade beim Umzug noch, ich stehe einfach alles rum. Wasserglas, Wäsche, Baby-Yoda in riesig. Genau, und das Spiel, also der Film, zeigt dir auch immer dann an, du stehst sofort auf. Deine Entscheidung wird dann quasi hier oben nochmal festgehalten. So, ich glaube, das kann man jetzt auch mal ein bisschen vorspulen dann gleich. Ja, da kommt gleich was Wichtiges. Oh Gott, jetzt kommt die Chaoswohnung, Alter. Ah! Oh. Und der kleine Husky. Ja. Was jetzt passiert, das war auch eine Idee, die ich dann auch weiterhin umsetzen werde, wenn das Ganze rauskommt, und zwar folgendes. Ja, Polar Husky, treuer Gefährte. Diese, das ist auch nur ein Konzept, wie gesagt, diese Dinge, diese Schilder hier, die kommen ab jetzt, während die Hauptfigur sich durch verschiedene Räume und eben auch draußen durch den Wald bewegt, immer mal wieder. Aus dem Grund, dass die euch am Ende dann
auf den richtigen Trichter bringen sollen, was die Entscheidungen am Ende jeder, am Ende jeder Szene angeht. Ich erkläre euch gleich den Gedanken dahinter. Wenn ihr jetzt mal genau aufpasst. Na, große. Das kommt jetzt noch öfter. Das habe ich einfach nochmal ausprobiert, wie das mit dem Tracken funktioniert. Jetzt hier mit den Pfeilen, Mikrowelle, ja, Elektrogerät wärmt Essen auf. Da ist mein Grundgedanke gewesen, dass jetzt hier unten, das ist das Objekt, das hier oben einfach nur eine Info, die ist uninteressant. Und das hier unten ist eigentlich wichtig zu wissen. Wenn da jetzt zum Beispiel irgendwas kommt, jetzt ganz plump gesagt, wie Bolzenschneider, öffnet Türen oder öffnet verschlossene Türen, dann würdet ihr euch am Ende, wenn zwei Entscheidungen getroffen werden müssen, vielleicht denken, aha, Moment, da war doch irgendwie was. Das kommt gleich. Gleich erfahrt ihr, wie ich mir das gedacht habe. Dadurch, dass aber jetzt bei dem Umsehen, dass da alle möglichen Objekte angezeigt werden, muss man da halt auch wirklich aufpassen. Ja, der freut sich wieder. Da, diesen, da habe ich es nicht ganz geschafft, das richtig zu tracken. Da geht es jetzt so mit hoch, so komisch. Aber ja, das da, gut, ist halt wie gesagt noch so ein Prototyp-Ding, ne? So. Neu-Axt zum Zerhacken. Oh, Alter, die Wäscheberge und die ganzen Dinger, ey. Der Umzug von der Wohnung ins Haus war wirklich extrem krass gewesen. Weil tatsächlich ist alles, was da rumstand, ist jetzt im Haus relativ akkurat verteilt. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, damals das Ganze ich meine, ihr kennt ja die Wohnung. Von den ganz alten Videos und Livestreams noch im Hintergrund. Das war ja alles unfassbar ordentlich bei mir. Und ja, wenn du aber dann erstmal umziehst, dann denkst du dir, ach du Scheiße. Oh Gott. Ja, das habe ich mir aber wirklich gedacht. Das war jetzt übrigens gerade kein Teil dieses Skriptes. Das war einfach nur so ein, boah, Scheiße, das muss noch alles weg. Ja. So, da habe ich halt früher gestreamt hier, ne, und meine Videos aufgenommen. Genau, dann kommt jetzt hier die erste Szene, wo ich mir quasi einen Kaffee mache, einfach bla bla bla. Und dann bekomme ich mit, dass das Handy noch funktioniert. Das heißt, du kannst noch Leute anrufen, beziehungsweise können dich noch Leute anrufen. Und da wollte ich eigentlich, dass mich der Yves oder der Sebastian aus Berlin anrufen. Um mir quasi mitzuteilen, dass in Berlin dasselbe passiert wie eben jetzt auch hier. Das war da so der Grundgedanke gewesen, um einfach mal ganz kurz zu erklären an die Leute da draußen, okay, das Ganze passiert wirklich nicht nur da, sondern überall. Ne? Das war so der Grundgedanke. Dann quatsche ich dann da halt so ein bisschen. Und dann wird das Ganze hier wieder in Schwarz-Weiß. Moment. Genau, hier rede ich dann quasi noch. Auch hier. Smartphone-Anruf Eve. Ja, ist alles schon mit drin, steht schon dabei. Und jetzt kommt dann der Moment hier in Schwarz-Weiß, wo ich dann einfach wieder ein Voice-Over bringen sollte oder wollte, um nochmal alles dann quasi so zusammenzufassen, was jetzt in meinem Kopf vorgeht. Diese ganzen Schwarz-Weiß-Sequenzen, die dann da kommen, das wären dann so meine Gedanken gewesen, die in den Szenen mit dazukommen. Und da habe ich mir überlegt, weil das ja in Büchern immer so geil funktioniert, weil du in Büchern immer noch Gedanken und Gefühle ausschreiben kannst. Deswegen habe ich mir gedacht, das wäre doch hier perfekt, um das in so einem Kurzfilm einfach nochmal zu beschreiben. Ja. Da habe ich noch ein bisschen mehr auf den Rippen gehabt, ey. Da war ich schon ein bisschen fett. Aber ja. So, dann wird es eben wieder normal. Genau, das hier war dann quasi so ein Tagebucheintrag. Da habe ich jetzt einfach nur irgendwas Wahlloses gequatscht. Da bin ich dann quasi auch von der Kamera, super geiles Standbild übrigens, switcht dann die Aufnahmequalität dann auf einmal in dieses Bild hier, weil ich wollte dann eben hier mehr so einen Videorekorder-Style haben, da ich dann immer so Tagebucheinträge mache. Und da erzähle ich dann eben jetzt, okay, dass ich mitbekommen habe, auf der gesamten Welt scheint irgendwas zu passieren mit Dinosauriern. Ich muss aber jetzt da rausgehen, in die Natur, und muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich, glaube ich, Nahrung habe. Ich glaube, das Grundgerüst von diesem Prototyp an interaktivem Video ist gewesen, Nahrung
Nee, genau, für Nahrung und für Wärme zu sorgen. Genau, weil es ist Winter und die Heizungen gehen auch logischerweise nicht. Das heißt, ich muss rausgehen und muss dafür sorgen, dass es drin wieder warm wird. Wenn ihr jetzt aufgepasst habt, vorhin wurde angezeigt, eine Axt zum Holzhacken. Jetzt erzählt euch ein netter Kollege hier, dass er dafür sorgen muss, dass es warm bleibt in der Wohnung. So, jetzt wartet ab, was dann am Ende als Entscheidung kommt. Genau, und da kommt dann nochmal hier der Gedankengang dann dahinter. Warum mache ich das alles überhaupt? Warum rede ich überhaupt in die Kamera rein? Was für ein Quatsch eigentlich? Bla bla bla. Dann gibt es noch mit Polar, glaube ich, irgendwas gleich. Da. Ah ja, einfach weil Hunde. Da, ne? In der Apokalypse ist immer was Gutes, wenn da Hunde dabei sind. Ja. Polars Schauspiel wieder grandios. Und dann gehe ich jetzt hier einfach zur Tür. So. Jetzt passiert Folgendes. Jetzt wird das Video wieder in Zeitlupe abgespielt. Und jetzt würden eigentlich hier die beiden Optionen kommen. Rausgehen, du musst dich beeilen, weil es eben immer kälter wird. Oder nochmal umsehen. So, wenn ihr jetzt einfach rausgeht. Ja, ich will es gar nicht so krass spoilern. Ich mache es aber einfach mal trotzdem. Wenn ihr jetzt einfach rausgeht, dann bekommt ihr dann später noch ein Szenario auf einem Feld, wo ihr dann von einem Velociraptor verfolgt werdet, alles drum und dran. Diesen Raptor, den könnt ihr dann allerdings nur erledigen, wenn ihr vorher die Axt mitgenommen habt. Denn das Video zeigt euch jetzt ja hier, da ist eine Axt. Und da ich ja gerade noch gesagt habe, ich muss für Wärme sorgen, könnte man sich jetzt hier zum Schluss denken, Moment, nicht einfach rausgehen, weil wir müssen diese Axt mitnehmen. Ich will es aber auch nicht so einfach machen und irgendwie reinschreiben, nee, hol erst vorher die Axt. Ich nenne es eben dann einfach nochmal umsehen. Wenn ihr dann, wenn ihr jetzt quasi auf direkt rausgehen klickt, dann gehe ich direkt mit ohne Axt raus. Wenn ihr aber nochmal umsehen anklickt, dann hole ich erst die Axt und gehe dann mit der Axt raus. Es gibt in dem gesamten Video, gibt es glaube ich nur drei oder vier Entscheidungen und die müssen aber in die richtige Reihenfolge gesetzt werden, damit ihr dann am Ende auch tatsächlich abgeholt werdet von einem Hubschrauber. Also am Ende werdet ihr wirklich daraus befreit. Nein, die. Oh Mann! Das Szenario war ein ganz anderes. Ich erinnere mich wieder. Das hier, dieser Anruf hier, da sollte ja auch eine Voice-Over-Stimme kommen. Da hätte Eve mir erzählt, dass in Berlin dasselbe passiert, wie eben auch hier bei uns. Und dass er allerdings Kontakt mit einem Wissenschaftler aufgenommen hat, der verspricht, er könne mich da rausholen aus der ganzen Nummer. Die Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass ich DNS von einem Dinosaurier beschaffe auf irgendeine Art und Weise. Und das wäre eben dann auch später passiert im Wald mit dem Velociraptor, der eben dann auftaucht. Dann hätte ich dann so ähnlich war's. Das war, nee, so, das war nicht genau so. Es war aber so ähnlich auf jeden Fall. Es hängt auf jeden Fall damit zusammen, ihr müsst ganz am Anfang, Spoiler jetzt, wenn ihr es nicht wissen wollt, ne? Ich erzähle euch nur, was ihr jetzt hier am Anfang machen müsst, nicht was dann später noch kommt. Ihr müsst hier am Anfang in dem Video davor, müsst ihr auf erst aufs Handy gucken klicken. Nicht sofort aufstehen. Wenn ihr nämlich zuerst aufs Handy guckt, dann bekommt ihr nämlich erst mit, dass ihr eine Nachricht von jemandem bekommen habt, der aber anonym ist, der euch auffordert, Dino-DNS zu beschaffen. Und in dem Fall würde er euch dann wieder, würde er euch da abholen, mit dem Helikopter und eben da rausbringen aus der ganzen Nummer. So war das gewesen. Genau. Eve erzählt dann nämlich einfach wirklich nur irgendwie in Berlin ist dasselbe passiert, bla bla bla. Und ihr nehmt dann. Und genau, ihr wollt eigentlich nur rausgehen, um Feuerholz zu holen. Wenn du aber die Axt dabei hast, trotz allem, dann kannst du den Velociraptor erledigen und kannst dann auch mit dessen DNS wieder zurückkehren. Du kannst dich aber auch dann da draußen entscheiden, ob du vor dem Velociraptor wegrennen willst oder ob du gegen ihn kämpfen willst. Wenn du gegen ihn halt kämpfst und hast keine Axt, hast du halt verloren. Wenn du mit ihm kämpfst, und hast die Axt, dann gewinnst du. Dann bekommst du auch dann deine DNS und kannst dann wieder zurückkommen später.
Irgendwie so war das. Bin mir recht sicher. Okay, wir gucken noch mal ganz kurz. Ich habe ja noch die ganzen Dateien hier drauf. Mehr habe ich auf jeden Fall noch nicht auf YouTube drauf gehabt. Aber ich habe die Videos auch schon zum Großteil bearbeitet, meine ich. Das war das Video, wo ich rausgehe. Es gab sogar eine Todesanimation, gab es auch schon. Wenn ihr sterbt, dann werdet ihr wirklich von einem Raptoren angesprungen. Dann werdet ihr aber auf jeden Fall rausgekommen. Doch, es geht doch, es geht doch. Und dann würde man überall auf dem Feld, während ich da langlaufe, noch so Dinosaurier halt sehen. Und das habe ich tatsächlich gemacht mit Jurassic World Alive. Das sind die Modelle davon. So viel auf jeden Fall dazu. Ihr könnt mich ja mal in den Kommentaren wissen lassen, ob ich die ganze Nummer echt mal fertig machen soll. Ob das mal eine interessante Geschichte wäre. Was ihr mal sehen wollen würdet. In diesem Sinne, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.